Werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und grüße euch herzlich zum neuen Video. Und zwar ist es mal wieder Zeit für eine Lectors Manga Woche und leider Gottes fangen wir diese Woche direkt mit einer sehr traurigen Meldung an, die erst heute Morgen so richtig publik wurde, und zwar Fire Force endet. Innerhalb von, es fehlen noch 2 Kapitel bis zur Fertigstellung. Hierbei sei wichtig zu erwähnen, das heißt nicht, dass die nächsten 2 Kapitel, die jetzt erscheinen werden, die letzten sind, sondern es fehlen nur noch 2, die fertiggestellt werden müssen. Es sind schon ein paar halt fertig. Atsushi Okubo sprach von ungefähr 2 Bänden noch und dann ist die Reihe halt vorbei. Und das Traurige darin ist, Atsushi Okubo hatte im Nachwort von Band 23 angekündigt, dass er plant, dass Fire Force seine letzte Reihe ist. Und das macht mich persönlich sehr traurig, weil Fire Force ist cool, keine Frage, aber ich war halt immer Team Soul Eater. Und für die, die es nicht wissen, Soul Eater endet sehr beschissen. Beziehungsweise, das heißt sehr beschissen, es hat, das Ende ist an sich gut, doch, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als würde der finale Arc von Soul Eater halt einfach fehlen. Und ich persönlich hatte irgendwie immer so ein bisschen die Hoffnung, ich weiß, an sich ein naives Denken, dass nach Fire Force vielleicht Soul Eater The Final Arc oder so bringen, damit die Geschichte auch wenigstens komplett erzählt ist. Ist aber leider Gottes nicht der Fall. Sehr schade drum, also... Ja, was soll man machen? Dann Fans von Twitch Plays Pokémon sollten mal kurz hellhörig werden. Und zwar gibt es einen Nutzer, der derzeit Twitter Plays Pokémon macht. Und zwar spielt er dabei Pokémon Kristall über sein Twitter-Profil. Er steuert das Ganze, indem er unter einem Tweet Kommentare postet, blablabla. Ähnlich wie halt bei Twitch Plays Pokémon, nur eben ohne Live-Chat und so weiter. Ich finde die Idee so herrlich bescheuert. Ich liebe allgemein so solche Ideen, gerade Twitch Plays Pokémon und Co. Also ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich glaube, derzeit sind sie bei Mr. Pokémon. Als ich eben gecheckt habe, ist es schon ein bisschen weiter. Und ja, ich finde es nice und kann halt nur sagen, ich bin mal gespannt, wie lange sie brauchen werden. Ich habe bei Nintendo Live gelesen, dass der das wohl ganz schon mal mit Pokémon Rot gemacht hat. Da haben sie 40 Tage gebraucht, um es durchzuspielen. Mal sehen, wie lange es diesmal dauert. Und ja, möge Lord Helix ihrem Run Glück bringen. Dann, der lachende Vampir wird tatsächlich komplett erscheinen. Sprich, auch der 2. Band, dieser ist für Herbst 2022 geplant. Bislang war ja nur bekannt, ja, den ersten Band, den sie auch schon vor ein paar Jahren veröffentlicht haben, drucken sind, machen sie eine Neuveröffentlichung. Aber ja, Band 2 kommt. Und das finde ich sehr nice. Dann, Requiem of the Rose King ist nun wirklich offiziell vorbei. Und ja, trotzdem wurde jetzt noch angekündigt, es wird einen extra Arc, so gesehen Spin-Off geben. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann Band 18 wird oder ob das eine separate Reihe sein wird. Und in diesem Arc werden halt Geschichten erzählt, die in der Hauptstory nicht erzählt werden konnten, auch wenn sie halt schon ganz nett zum Wissen sind. Und ich begrüße es sehr, Requiem of the Rose King, richtig unterschätzte Reihe, richtig nice. Dann gibt es noch 3 Manhwa-Lizenzen aus dem englischen Raum. Zum einen Pulse, was glaube ich Girls Love ist, sieht ganz okay aus. Dann Love is an Illusion, da habe ich mitbekommen, da freuen sich viele drauf. Und dann tatsächlich Killing Stalking, was wir zwar schon auf Deutsch haben, ich tendiere allerdings eher zur englischen Fassung. Einfach da die deutsche Fassung aus dem Englischen übersetzt ist. Und ihr wisst, ich hasse Übersetzungen über Umwege. Also, naja, wenn dann doch lieber die englische Ausgabe. Tut mir leid, Altraverse. Auch wenn eure Schuber noch so schön aussehen. Ich hasse Übersetzungen über Umwege. Dann Fans von Bloodline dürfen sich freuen. So startet ab Februar eine neue Reihe von Yuki Kodama. Mal sehen, wie es wird. Ich muss ja sagen, Bloodlet war anfangs cool, gegen Ende ein bisschen so, naja, aber vielleicht wird das Werk ja jetzt richtig geil. Dann, es ist ganz offiziell, Uke Holder endet am 9.2. in Japan und damit endet die Karriere von Ken Akamatsu, wenn er dies wirklich durchzieht. Das also, ja, Uke Holder, mein letztes Werk, wie er es zuvor schon angekündigt hat. Ich fände es sehr schade, weil ich mag Ken Akamatsus Artwork sehr gerne. Ich mag seine Stories, auch wenn sie nicht perfekt sind. Dafür wird er aber dann ja jetzt Politiker. Und zu guter Letzt eine Meldung, die ich schon am Montag, was meine ich, in einem separaten Video besprochen hatte. Oder war es Dienstag? Ich glaube, es war Dienstag, genau. Und zwar Ayakashi Triangle. Kapitel 74 wurde nicht auf Manga Plus und der englischen Weekly Shonen Jump publiziert. Einen genauen Grund gab es nicht. Viele vermuten wegen der Loli-Szene. Schaut am besten das Video vom Dienstag dazu, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich finde es einfach nur
blöd. Weil, ja, keine Ahnung. Und viele haben halt auch unter dem Video kommentiert, man hätte es ja zensieren können. Da gab es halt nicht viel zu zensieren. Da war halt eine Hand Richtung Schritt bei dem Loli-Charakter und eine Hand Richtung Busen. Was hätte es da groß zensieren sollen? Man sah weder irgendwie was untenrum, man sah noch die Huben, weil es war halt immer noch die Weekly Shonen Jump. Die unzensierte Fassung gibt es dann erst in der Taschenbuchfassung. Man kann davon halten, was man will, aber ich finde es irgendwie blöd, jetzt ein Kapitel auszulassen und dann halt das nächste Kapitel, das wollen sie übersetzen. Und ja, das war's mit dieser Lectors Manga Woche. Heute wieder ein bisschen kürzer, weil klar, neues Jahr, da dauert es ein bisschen, bis die richtig geilen Meldungen kommen. Aber ja, danke fürs Zusehen, habe ich irgendeine wichtige Meldung verpasst. Folgt uns auch gerne auf Twitter, @jonetsu.de und ja, war schon viel zu sagen, außer danke fürs Zusehen und ciao.